Ich trage schließlich die Verantwortung für alles, was in diesen Laborräumen passiert. Und da muss ich gründlich drüber nachdenken, wie es zu dieser Kontamination kommen konnte. Einen Verdacht habe ich schon. Ich habe auch schon überlegt, ob man einfach generell Smartphones im Labor verbieten sollte. Aber das ist sicher nicht der einzige Weg, auf dem Biostoffe das Labor verlassen können. Es ist problematisch, wenn private Dinge morgens ins Labor gebracht und abends wieder mit nach Hause genommen werden. Entscheidend ist, dass die GMTs konsequent umgesetzt und gelebt werden. Wir arbeiten hier schließlich auch mit R2-Stoffen, für die dann wieder weitere Maßnahmen erforderlich werden. Ich bin mir nicht sicher, ob das den Mitarbeitern immer bewusst ist.